Hallo und willkommen beim Werkstatt-Dino. Heute wollen wir einen Trennschalter in unsere Wohnmobilelektrik einbauen. Der Grund hierfür ist recht einfach. Schauen wir uns mal die Verkabelung an. Die sieht nämlich so aus. Dann sieht es im Doppelboden wie hier aus. Da liegen viele Kabel verknollt ineinander. Und unterm Armaturenbrett sieht es gar so aus. All das ist ja nicht ganz so toll und im Zweifelsfalle sogar auch brandgefährlich, so wie ich das euch im letzten Video gezeigt habe. Und damit genau dieses nicht passiert, wollen wir jetzt einen Trennschalter einbauen, dass wir die Aufbaubatterie von der gesamten Elektrik trennen können. Um einen Überblick zu erhalten, schauen wir uns die schematische Darstellung aus dem ersten Video nochmal an. Hier haben wir die gesamte Aufbauelektrik auf einem Bild. Um es etwas besser verstehen zu können, zoomen wir jetzt mal auf die Aufbauelektrik. Ziel ist es, die Aufbaubatterie von dem Aufbau trennen zu können. Also suchen wir uns eine Plusleitung und setzen dort den Trennschalter an. Dann können wir im Notfall, falls mal irgendwas mit der Elektrik passiert, hier die Batterie schnell abklemmen. Ohne diesen Trennschalter müssten wir an die Aufbaubatterie, die zum Teil unter dem Beifahrersitz oder im Kofferraum ist, und dann die Batteriepole abklemmen. Das aber in der Eile hinzubekommen, geht meistens nicht so schnell. Dann bedeutet es, dass man einfach dabei zusehen kann, wie einem die Elektrik im Wohnmobil dahin schmort. Von der Aufbaubatterie geht immer ein Kabel direkt zu dem Elektroblock. Das ist meistens ein 16 Quadratmillimeter Kabel und es gilt, dieses Kabel in dem Wohnmobil aufzuspüren. Leider ist die Elektrik in einem Wohnmobil durchaus etwas komplex. Denn wenn wir ein Ladegerät haben und ein Solarpanel, dann müssen wir sehen, wo die Leitungen davon hingehen. Wenn diese auch an den Elektroblock gehen, kommt im Zweifelsfalle auch Strom in das Wohnmobil, selbst wenn wir die Aufbaubatterie abklemmen, nämlich über das Ladegerät oder die Solaranlage. Dies bedeutet, dass wir neben dieser Trennung von der Aufbaubatterie auch noch eine Trennung für die Solaranlage und für das Ladegerät vorsehen müssen. Hier muss man im Einzelfall prüfen, wie die Elektrik genau aufgebaut ist. Zum einen gibt es auch Trennschalter mit mehreren Schaltkreisen oder aber man könnte über Relais die Solaranlage und das Ladegerät vom Elektroblock entkoppeln. Ob dies nötig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden und ein bisschen abhängig machen von der Elektrik. Man sollte auch bedenken, dass das Solarpanel und das Ladegerät in der Regel auch nicht so starke Ströme liefern. Die Aufbaubatterie hingegen hat gerne 100 Ampere und das bedeutet, dass das schon einiges zum Schmelzen bringen kann. Jetzt aber genug der Theorie und wir schauen uns an, was wir an Werkzeug und an Material brauchen. Zum einen habe ich hier 16 Quadratmillimeter Kabel, die entsprechenden Ringösen, den Trennschalter und die große Zange, um diese Ringösen verquetschen zu können. Natürlich brauchen wir noch einen Seitenschneider und einen Cutter und ein bisschen an anderem Werkzeug. Aber das schauen wir uns gleich an, wenn wir mal damit loslegen. Zunächst müssen wir im Wohnmobil erstmal schauen, wo sich die Elektrik verbirgt. Bei mir ist sie unter der Sitzbank. Dort finde ich den Elektroblock und die gesamte Verkabelung. Die Batterie ist bei mir hinten im Kofferraum. Also werde ich hier an dieser Sitzbank mir eine Stelle suchen, wo ich den Trennschalter einbaue. Der Trennschalter soll so positioniert sein, dass man an ihn einigermaßen rankommt, aber dass er auch nicht im Weg ist oder gar stört. In diesem Fall werde ich ihn unten rechts an der Sitzbank positionieren. Dafür bohre ich ein entsprechendes Loch in das Holz, was ich mit einem Fräser auffräse, weil ich keinen entsprechenden Bohrer in der Größe da habe. Hiermit wird das Loch auf das richtige Maß gebracht. Jetzt kümmern wir uns aber um die Elektrik. Hier ist der Elektroblock und in diesen Elektroblock geht auch das Kabel von der Aufbaubatterie. Hier an dieser Stelle wird es an den Elektroblock verschraubt. Normalerweise findet man auch eine Beschriftung am Elektroblock oder gar am Kabel. Trotzdem nehme ich mein Messgerät und messe die Kabel nochmal durch, damit ich auch das Richtige erwische und nicht irgendein falsches Kabel plötzlich hier auftrenne. In dem mir gezeigten Fall habe ich sogar so viel Glück, dass die Kabel lang genug sind, dass ich das Kabel einfach nur durchtrenne und entsprechende Ösen mit der großen Zange aufquetsche. Um hier Kurzschlüssen vorzubeugen, nehme ich noch Schrumpfschlauch und eine Heißluftpistole und setze diesen Schrumpfschlauch über die Kabelenden. Damit wird das Ganze sogar noch etwas stabiler und auf jeden Fall sicherer. Jetzt brauche ich nur noch die Kabel verlegen und an den Trennschalter anschließen. Hier seht ihr die Bohrung, die ich in dem Doppelboden angebracht habe, durch die die Kabel zu dem Trennschalter geführt werden. Dann werden sie an den Trennschalter angeschlossen und damit ist die Elektrik in diesem Fall auch schon fertig. Als ich das Loch für den Trennschalter aufgefräst habe, habt ihr euch sicherlich gewundert, dass es doch etwas unsauber aussieht.
Dies ist aber nicht so schlimm, denn mit meinem 3D-Drucker habe ich mir eine Abdeckung für den Schalter gebaut, wie ihr hier seht, mit den entsprechenden Bezeichnungen. Das Teil kurz ausgedruckt, dann wird es angeschliffen und lackiert. Das fertige Ergebnis, finde ich, sieht doch recht gut aus. Damit weiß ich auch gleich, in welcher Stellung on oder off ist. Auf der Rückseite von dieser Abdeckung bringe ich etwas beidseitiges Klebeband an und nehme dann die Abdeckung und drücke sie an die entsprechende Stelle auf das Furnier. Ich finde, so sieht das Ganze doch schon recht gut aus und man weiß ganz genau, auf welcher Stellung sich der Schalter befindet. Als 3D-Drucker verwende ich den Anycubic i3 Mega, mit dem ich sehr gute Ergebnisse so erziele. Hierzu habe ich auch einige Videos und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich zum Teil über Wohnmobile, Oldtimer und auch den 3D-Drucker Videos mache. Ja, das wäre es auch zum Thema Trennschalter einbauen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch eine Anregung, auch solch einen Trennschalter sich einzubauen. Ich halte es unter dem Sicherheitsgesichtspunkt für ganz interessant, hier sich so ein Teil einzubauen. Es kostet nicht viel und man hat auch ein bisschen mehr Sicherheit dann an Bord. Entsprechende Links für die Werkzeuge werde ich euch später wieder unter das Video stellen. Ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Werkstatt-Dino.